Regionalliga Salzburg, oberes Playoff, die Austria zu Gast im Sportzentrum Au Gänsekirchen. Hier geht es nicht nur darum, auch rechnerisch alle Möglichkeiten auszuschließen, wie es vielleicht dann doch noch irgendwie nicht mit der Qualifikation für die Westliga klappen könnte, sondern auch darum, eine Serie zu brechen, die seit 9 Jahren, ja wirklich 9 Jahren hier andauert. Seit 9 Jahren konnte die Austria hier nicht mehr gewinnen. Sickirchen zu Hause eben immer unangenehm zu spielen und die Flachgauer sieht man auch hier gleich erstmals in Aktion. Aber die Austria, die hält gut dagegen. Die Mannschaft, das merkt man von Beginn an, ist einigermaßen müde, frisch gebackener Cupsieger. Das Spiel gegen Kuchl, das hat dann doch viel Kraft gekostet. Der Rasen außerdem hier im Sportzentrum auch relativ hoch. Das kommt dem Spiel der Austria natürlich auch nicht entgegen. Vorstoß hier in Richtung Marco Hödel, aber der trifft den Ball nicht. Der geht weit über das Tor von Severin Heuberger. Schweighofer, sein Ball in die Mitte, aber da ist ein Abwehrspieler in Rot-Weiß. Marinko Sorda sehen wir hier und Gabo Fonja setzt sich hier durch. Raus auf Schweighofer, der wieder zurück. Keine unnötigen Ballverluste. Das ist ein bisschen das Konzept hier. Tiefer Ball auf Sandmeier. Bekommen von Sorda dieser Ball. Ja, keine wirkliche Gefahr für das Sickirchentor. Aber es gibt nochmal Eckball. Sorda bringt den herein. Kopfball. Und Heuberger hat den Ball. Schöner Pass nach vorne auf Hödel. Eine Drehung weiter. Auf Zottel, der auch eine. Da schaut wieder nur ein Eckball heraus. Sorda hat da Platz, richtet sich den Ball. Aber Severin Heuberger ist auf dem Posten. Da hätten beide gerne einen Einwurf. Ah ja, Gamesmanship nennt man das wohl im Englischen. Sorda mit einem ungewohnten Ballverlust. Hausberger mit einem ungewohnten Ballverlust. Aber gewohnt wie immer, Kallmann entschärft die Situation. Alter Dinger kommt da zu Fall, ist ein bisschen gestoßen worden. Also Kirchen nutzt das natürlich eiskalt aus. In der Mitte rutscht Sandmeier aus. Aber mit vereinten Kräften schafft man es auch, diese Situation zu lösen. Eckball Sickirchen. Viel zu viel Platz für den Spieler in Rot-Weiß. Und am Ende befreit sich die Austria. Das ist eine Situation, wie man sie öfter sieht. Foulspiel an Schweighofer. Und da liegt auch noch ein Sickirchner und Kallmann kommt da heraus. Schauen wir mal, was da eigentlich passiert ist. Ja, der Sickirchner, der tackelt und hält dann auch noch Marinko Sorda am Bein fest. Kallmann ziemlich aufgebracht. Da gibt es erstmal Gelb für den Sickirchner. Jonas Vorderegger ist das. Und auch Manuel Kallmann kriegt für seine Äußerungen Gelb. Hödel auf Schweighofer. Super Möglichkeit. Aber Heuberger ist gut aus dem Tor gekommen. Löst diese Situation richtig schön. 0:0 zur Pause nach Wiederbeginn. Hat die Austria ein bisschen umgestellt. Aber erstmal ist Sickirchen am Drücker. Gleich nochmal die Hereingabe. Aber dieser Schuss dann doch deutlich übers Tor. Schweighofer. Ball rüber. Hödel und Tor. 1:0 für Violett-Weiß. 1:0 für die Austria. 49. Minute. Marco Hödel macht das Tor. Sind sie nochmal in der Wiederholung. Zack, und drinnen ist er. Keine Chance für den Sickirchen-Keeper. Führung für die Austria.
Die Violetten haben ein bisschen umgestellt. Viel schnelle Bälle nach vorne. Und wenn man 1-0 führt, dann tut so eine vergebene Chance gar nicht so weh. Auch Seekirchen kommt zu Chancen. Kallmann, super Save. Klärt hier mit dem Fuß. Da rutscht noch ein Seekirchner ins Bild. Was ist hier passiert? Erstmal noch der tolle Save von Kallmann. Und da sehen wir es, der läuft irgendwie in den Arm von Hausberg. Aber das ist natürlich kein Foul. Es geht mit Schiedsrichterball weiter. Der Austria wechselt dann. Schiedermeier kommt für Lukas Alterdinger und Rachmanovic für Zottel. Fonja, Hödel, knapp am Tor vorbei. Wieder Eckball für Seekirchen. Boah, der ging an die Stange, aber wir sehen das gleich nochmal in der Wiederholung. Kopfball und außen an die Stange. Gute Möglichkeit auf jeden Fall für Seekirchen. Die drücken nun natürlich. Nehmen mehr Risiko und das öffnet auch Möglichkeiten für die Austria. Schiedermeier. Ja, Ball schon wieder bei Seekirchen. Foulspiel. Da hätten die Seekirchen eigentlich gern weitergespielt. Gibt wütende Proteste beim Schiedsrichter. Wir sehen den Freistoß. Gefährlich. Puh, durchatmen. Die Seekirchner, die wittern nun die Chance. Aber nur mit den langen Bällen wird es dann auch nichts. Vielleicht jetzt ein bisschen mit Kombination. Die Austria kann klären. Dann diese Szene. Hödel ahnt hier, wo der Pass hingeht. Und setzt dann den Ball neben die Stange. Naja. Hauchzart geht der Ball vorbei. Der eingewechselte Boricic wird hier von den Beinen geholt. Boah, guter Schuss und guter Save. Aber die Austria drückt. Seekirchen kann sich hier nur in Richtung Ecke befreien. Corner kommt gleich. Und drinnen ist er. Zack. Rachmanovic, 83. Minute, bringt die Austria endgültig auf die Siegerstraße. Kopfballtreffer durch den kleinen, quirligen Stürmer. Eingewechselt. Und der Junge macht sein Tor. Aber Seekirchen hat noch nicht aufgegeben. Freistoß. Wieder gefährlich scharf in den Strafraum rein. Schuss, aber Kallmann blockt den ab. Jetzt vielleicht noch, nein, abgepfiffen, abseits. Und das war's dann. Schluss, aus, vorbei. Die Austria hat den Fluch gebrochen. Alle rechnerischen Spielchen ausgebremst. Sieg. In Seekirchen 2-0, durchaus auch verdient. Westliga, wir kommen. In Seekirchen nach 9 Jahren. Du hast also noch nie in Seekirchen gewonnen, bis auf heute. Ja, damals mit Kufstein habe ich tatsächlich einmal gewonnen da. Aber mit Austria ist heute die Premiere gewesen und dann 2-0. Und ich muss großes Kompliment an die Mannschaft aussprechen. Sie hat halt trotz der Müdigkeit alles in die Waagschale geworfen und hat sich damit auch belohnt. Auch nochmal Hut ab an alle. Was mir immer auffällt, ist, ihr spielt hinten mit einer überragenden Ruhe.
jetzt in den letzten paar Partien. Ist das einfach, weil man sich mittlerweile blind versteht oder woran liegt das? Ja, mit der Zeit ist man natürlich eingespielt und umso länger man miteinander spielt, umso ja, routinierter wird es hinten und du weißt halt genau, was der andere macht und ja, das macht uns stark hinten, genau. Es war eine unglaubliche Serie mit 9 Jahren, jetzt ist sie leider vorbei. Gratuliere der Austria zum 2-0-Sieg. Glaube ich auch nicht so unverdient. Sie haben das Spiel eigentlich kontrolliert. Wir haben versucht, Nadelstiche zu setzen. Ist nicht ganz gelungen. Leider ein unglückliches Tor. Und dann ein Standard. Eventuell, sage ich mal, hätten wir vielleicht eine 0 in der Wurstel. Aber es ist halt einmal so. Was war heute dann am Ende außer dem Glück, das man immer braucht, entscheidend? Ja, es war so, die Austria war schon spielbestimmend, das muss man ganz ehrlich sagen. Wir haben, wie gesagt, Nadelstiche versucht zu setzen, haben eine gute Chance in Wahrheit auch gehabt, leider nicht genutzt. Sie haben dann ein glückliches Tor gemacht und dann haben wir die Spieltaktik halt ändern müssen, offener machen und dann kriegst du dann Standard 2-0, aber ob 1-0, 2-0 sind 0 Punkte in Wahrheit. Was war der Schlüssel zum Erfolg? Ja, dass wir unsere Müdigkeit überwunden haben. Ich kann der Mannschaft nur ein Kompliment aussprechen. Die ganze Saison überweg hat sich schon einen Siegeswillen gezeigt und jetzt im oberen Playoff sowieso. Und nach so einem Cup-Erfolg dann heute das Spiel zu gewinnen, was mit Sicherheit auch vom Kopf her nicht einfach war, das spricht für die Mannschaft. Müde waren wir schon ein bisschen nach dem Mittwoch. Ja, auf alle Fälle. Ja. Mittwoch, Kuchl hat uns alles abverlangt in dem Spiel und die Feierlichkeiten, ja. Hinterlassen natürlich auch ihre Spuren und wir haben versucht, gestern ein bisschen Müdigkeit rauszubringen und ja, ganz ist uns nicht gelungen, aber die Jungs haben das halt schon ja, souverän gemacht, denke ich. Die Saison heuer ist ein bisschen eine zum Brechen von so Flüchen. Ja, auf alle Fälle, nach 9 Jahren ein Cup, nach 9 Jahren Seekirchen, nach langer Zeit wieder EFB-Cup-Ticket, zweite Runde mit einem Bundesligisten bei Sturm. Ja, es ist mit Sicherheit eine Saison zum Serienbrechen, ja.